So, die erste Frage kommt. Der Kaito fragt, wie verbessert man sich strategisch, wenn man in den Partien lieber draufhauen und taktisch spielen will? Okay, das Erste ist, ich würde jetzt nicht empfehlen, dass du deswegen deine Strategie für die Turnierpartien änderst. Was allerdings sinnvoll ist, ist im Training was zu ändern. Zum Beispiel Trainingspartien spielen, wo du ganz bewusst sagst, okay, jetzt gehe ich das Ganze mal ruhiger an. Das gilt übrigens umgekehrt genauso. Ein ruhiger Spieler, der vielleicht kein Selbstvertrauen hat, was zu opfern, oder der halt vielleicht irgendwie ein bisschen Sorgen hat, wenn er aggressiv spielt, der ist das Gleiche, dass man dann sagt, okay, jetzt in Trainingspartien tue ich das einfach mal so probieren und schaue, wie es klappt. Und dann sammle ich ja nach einer Weile auch positive Erfahrungen damit. Und das ist auch was Wichtiges, weil oftmals haben wir dann gar nicht so die Stärke, also im ersten Moment vielleicht gar nicht dieses Selbstvertrauen für diese Art von Stellung. Und mit der Zeit wird das natürlich auch eine Art, kann das sogar eine Stärke werden, wenn ich einfach ganz bewusst an diesem Bereich arbeite. Also Trainingspartien sehr wichtig und natürlich Bücher und Kurse genau zu diesen Themen, wo man sich dann verbessern möchte. Ja, ich glaube, das, was du ansprichst, ist, glaube ich, ja so ein bisschen dieses, wenn man jetzt sagt, man ist so ein Taktiker, wenn man ist ein Taktiker oder sowas, dass man sich dann so selbst so ein Bild macht und das heißt, man ist halt strategisch schlecht, man ist in einer, aber man ist so ein Taktiker, das ist so das Ding und automatisch wertet man sich dann vielleicht in den anderen, also kenne ich zumindest auch von mir damals, dass ich dann gesagt habe, ich habe auch das Strate versucht zu vermeiden, ich habe immer versucht taktisch zu spielen und so, man hat so ein sehr, so ein sehr einsilbiges Bild von sich. Ne, dass man sagt, man ist halt ein Taktikspieler, man will angreifen, obwohl man vielleicht auch strategisch, jeder spielt ja irgendwie auch strategisch. Ja, das Interessante daran ist ja auch, wie du eben gesagt hast, jeder spielt doch irgendwie strategisch. Und wenn ich gut strategisch spiele und alle meine Figuren mitspielen und zentralisiert sind zum Beispiel, habe ich sogar tendenziell natürlich mehr Möglichkeiten, dass ich das irgendwie taktisch ausnutze. Weil eine gute Taktik ist ja oftmals auch auf positionellem Schach basierend. Ja. Und was ich da wichtig finde, ist, dass man da auch vom Mindset her nicht sagt, ich bin jetzt ein Taktiker und das Positionelle kann ich nicht. Weil da ist ja eigentlich was ganz Entscheidendes. Warum haben wir Stärken entwickelt? Weil uns dieser Bereich mehr Spaß macht und weil wir dann in dem Bereich auch Erfolge hatten, weil wir halt da Zeit investiert haben. Wenn ich jetzt wirklich meinen Spielstil ein bisschen anpasse, dadurch, dass ich im Training andere Bereiche trainiere, die mir vielleicht am Anfang gar nicht so viel Spaß machen. Aber in dem Moment, wo ich merke, ja, jetzt klappt das schon besser, jetzt habe ich da eine schöne positionelle Partie gespielt. Also angenommen, du spielst jetzt immer taktisch. Und dann trainierst du dieses Positionelle und plötzlich gelingt dir so eine Partie wie Karpov, so vom Stil her. Dann freust du dich ja drüber und plötzlich macht es auch mehr Spaß. Und diesen Effekt darf man nicht vergessen, dass mit den ersten Erfolgen auch in dem Stil, der am Anfang vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, plötzlich eine gewisse Begeisterung kommen kann. Ja, ich kann mal ein eigenes Praxisbeispiel für mich geben. Ich bin irgendwann umgestiegen von E4, nur Gambit-Eröffnung, auf D4, weil ich mir nämlich gesagt habe, ich möchte diese Stellung mehr spielen als reiner Taktiker. Und ich habe gemerkt, es ist ja nicht so, dass man auf einmal, wenn man D4 spielt und tendenziell ein Spieler ist, der dazu zu diesem Spielstil neigt, auf einmal so eine komplette Karpov-Partie spielt, sondern meistens ist es so, dass man ja so Abzweigungen in Partien hat und dann doch diese taktischen Elemente, die kommen und man gewinnt keine Partie nur strategisch auf unserem Niveau. Irgendwann man häuft ein bisschen Vorteile an und dann oft die Verwertung kommt dann trotzdem taktisch. Also das ist nicht so, dass es auf einmal keine Taktik mehr drin ist. Das habe ich gemerkt und tatsächlich war das mit meiner erfolgreichste Zeit. Dann habe ich nämlich tatsächlich dieses ganze Wilde in der Eröffnung, habe ich oft auch in der Eröffnung gegen schlechtere taktisch Probleme gehabt, weil irgendwas übersehen habe. Und die habe ich dann viel leichter geschlagen, indem ich positionell solide gespielt habe und die Taktiken dann aus einer solideren Stellung gemacht habe. Genau. Aber lass uns mal, genau, es kommen weitere Fragen. Der Jensen fragt: Frage, Turniertag mit zwei Partien. Gibt es Tipps dafür, wie man sich dann noch abends. Was man dann noch abends machen sollte in Vorbereitung auf den Gegnern. Also wir haben jetzt Turniertag, zwei Partien, wir haben die erste gespielt, dann ist irgendwann die Auslosung da, wissen, gegen wen wir spielen. Was sollte man oder kann man da noch machen? Allgemein bei Turnieren mit Doppelrunden ist natürlich das ganze Energiemanagement wahnsinnig wichtig. Das heißt, man sollte eigentlich während der Partie nicht mehr viel vorbereiten. Ich kann kurz schauen, was der Gegner spielt, um einfach nicht völlig überrascht zu werden und da vielleicht mal eine Viertelstunde investieren. Aber in meinen Augen macht es keinen Sinn, dass ich da eine Stunde vorbereite und dann in der Mittagspause auch noch. Da ist viel wichtiger, ich mache in der Mittagspause wirklich eine Pause, ruhe mich aus.
Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht vorbereiten kann. Das heißt, ich sollte die Arbeit vor dem Turnier möglichst gut gemacht haben. Und da habe ich selber sogar eigene Erfahrungen gemacht, dass ich früher mal eine Phase hatte, wo ich ein sehr enges Repertoire hatte, über mehrere Jahre. Und es war perfekt für diese Doppelrunden. Weil ich habe einfach meine Sachen extrem gut gekannt mit dem engen Repertoire. Und die Gegner können sich gar nicht so vorbereiten, was ich an Wissen hatte im Endeffekt in dieser kurzen Zeit. Und wenn sie sich vorbereitet haben, dann wusste ich, jetzt sind sie schon müde durch die Vorbereitung. Und dann war das extrem gut, dass man sich wirklich vor dem Turnier überlegt, was ist mein Repertoire und was will ich spielen. Ich habe und ganz bewusst, ich habe nicht so viel Zeit für die Vorbereitung. Und das ist sehr viel wert, wenn ich mir da vor dem Turnier einfach Gedanken mache, dass ich da, was sind meine, was spiele ich gegen E4, was gegen D4, was mit Weiß und so grob mir mal überlege und dann wirklich dabei bleibe und sage, während dem Turnier spare ich jetzt einfach Energie. Und ich hatte dann auch eine Phase, wo ich, also später, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich spiele E4, D4 und bin dann ohne Vorbereitung fast zur Doppelrunde am Mittag und habe nicht mehr gewusst, spiele ich jetzt E4 oder D4. Und erstens ist das so, kostet das Energie, wenn wir das gar nicht genau wissen. Und dann wissen wir gar nicht, was macht der Gegner jetzt. Und das ist dann auch nicht ideal, weil das sehr viel Energie kostet letztendlich. Also da ist meine Empfehlung lieber für die, das kann bei einem Turnier mit Einzelrunden wieder ganz anders sein, aber für die Doppelrunden wirklich schauen, möglichst wenig vorbereiten, wirklich die Energie in den Vordergrund setzen. Also sage ich, ich brauche Energie und nicht nur für die nächste Partie, sondern auch wirklich für das gesamte Turnier. Ich habe da oft diese Opens gespielt in Böblingen und Schwäbisch Gmünd, wo da 9 Partien in 5 Tagen und teilweise sogar 2 solche Turniere hintereinander. Und das ist dann schon sehr anstrengend. Da ist halt wichtig, dass man wirklich auch darauf achtet, dass man seine Energie gut einteilt. Ja, also nehmen wir mit, würde ich sagen, die eigentliche Vorbereitung findet vor dem Turnier statt. Na, okay. Gerade bei Doppelrunden umso wichtiger. Ja. Gibt es ein Optimum an Trainingszeit und Trainingspausen oder ist mehr Training immer besser? Fragt der bescheidene Mann. Es ist klar, dass mehr Training nicht immer besser ist, weil Pausen sind unglaublich wichtig letztendlich. Man darf, weil oft, das ist wie in anderen Sport Sachen auch, wenn ich jetzt einen anderen Sport mache, Krafttraining, wird ja auch keiner sagen, ich mache jetzt nie Pause und trainiere die ganze Zeit, sondern auch beim Schach ist es so, unser Körper braucht eine gewisse Zeit, um das Training zu verarbeiten, dass er das verankern kann. Und das passiert im Idealfall in einer gewissen Pause. Und da ist tendenziell, man kann, das hängt natürlich davon ab, wie viel jede Person individuell Zeit hat. Aber ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall Pausen machen sollte. Und ich habe zum Beispiel für so eine Trainingseinheit so eine Konzentrationsphasenmodell entwickelt. So, das ist jetzt auch nichts Neues, aber was ich für mich so überlegt habe, 45-15. Also 45 Minuten Konzentration, 15 Minuten Pause. Und das kann man aber auch aufs große Ganze natürlich erweitern vom Prinzip her. Wenn ich jetzt sage, ich trainiere 3 Tage und mache einen Tag Pause. Und das könnte ich genauso, dieses Konzept kann ich auch während der Partie verwenden, dass ich schaue, dass ich nach 45 Minuten, man muss das ja nicht hundertprozentig genau einhalten, aber tendenziell zum Beispiel komme ich dann halt auf diese jede Woche 1, 2 Tage, wo ich vielleicht auch mal keinen Schach mache. Ja, das hat mich gerade sehr. Es gibt ja auch dieses Pomodoro-Prinzip, weiß nicht, so Pomodoro-Timer und so. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, hängt das ja wahrscheinlich auch damit zusammen, was ich immer noch sehr spannend finde, dieser Konzept, dass man wirklich hochkonzentriert arbeiten sollte. Weil ich hatte das ja auch nie so im Kopf. Ich dachte auch immer, so Training machen wir jetzt so ein bisschen was. Und das geht ja, man kann das ja gar nicht 1, 2 Stunden einfach mal so hochkonzentriert arbeiten. Und das ist dieses Konzept, was du erklärst mit eingebauten Pausen, auch im Training, macht ja genau total Sinn dafür, ne? Dass man dann irgendwie Energie hat, um sich dann wirklich wieder voll konzentriert darauf zu stürzen und nicht nur einfach irgendwie so ein bisschen, naja, machen wir mal. Ja, ich kenne natürlich auch dieses Pomodoro-Modell und da geht es dann teilweise so um 25 Minuten Konzentration, sogar noch mal deutlich weniger und dann eine Pause. Aber das eine ist, dass zum Beispiel während dem Training eine Pause von 5 Minuten artet den Stress aus. Das ist irgendwie keine richtige Pause letztendlich. Da geht es auch teilweise darum, wenn ich jetzt, was bedeutet eigentlich Pause? Pause bedeutet, und das ist jetzt egal mit dem Tag Pause oder das ist einfach das Konzept, Regeneration und Pause. Regeneration ist natürlich was von der einen zur nächsten Partie eine Rolle spielt oder vom einen auf den nächsten Tag. Pause ist währenddessen.
Aber es geht eigentlich um dieses Konzept, dass die Physis und die Psyche ins Gleichgewicht gebracht werden müssen. Und das, angenommen, ich arbeite jetzt am Computer, mache Schachtraining, dann ist meine perfekte Pause, wenn ich, das ist natürlich immer noch ein bisschen subjektiv, aber tendenziell ist die perfekte Pause, um das auszugleichen, Bewegungen der frischen Luft. Umgekehrt, wenn ich den ganzen Tag an der frischen Luft arbeite, ist vielleicht sogar eine gute Pause, dass ich ein bisschen Online-Schach spiele. Und dieses Konzept grundsätzlich zu verstehen, ist sehr hilfreich, weil dann kann ich das viel variabler für mich selber persönlich auch gestalten. Und die Sache ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt in der Trainingseinheit nach 45 Minuten eine Pause machen und das Beste ist, an die frische Luft zu gehen. Das wird in 5 Minuten nicht funktionieren. Also nicht vernünftig im Winter, dann, bis ich dann meine Jacke anhabe, einmal im Block gegangen bin, dann muss ich zurückrennen, damit ich rechtzeitig in, und das ist ja nicht die Idee von der Pause, dass man dann Stress hat, sondern wirklich die Pause sollte in Ruhe stattfinden. Und deswegen lieber sogar mal 20 Minuten, das ist einfach nur so eine grobe Orientierung, die mich da mitgeben würde. Ja, super, auf jeden Fall super hilfreiche Konzepte. Ich glaube, Tante Käthe fragt etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Wie kriege ich die Marotte raus zu rechnen, irgendwann zu sagen, passt schon, und dann verpasst man die guten Züge des Gegners und fällt auf die Schnauze. Also, dass man einfach rechnet und dann einfach irgendwann der Moment kommt, dass man keine Lust mehr hat oder was weiß ich, und dann zieht man einfach. Eigentlich ist man im Rechenprozess noch gar nicht richtig fertig oder so, aber man zieht dann einfach. Okay, das eine ist immer, alles, was wir während der Partie hinbekommen wollen, sollten wir vorher trainieren. Das heißt, wir sollten das wirklich strukturiert, das Variantenberechnen im Training üben. Und da ist halt wichtig, dass wir vollständig bei den Kandidatenzügen sind. Also wenn es eine Stellung ist, wo wir rechnen sollen, wenn es jetzt eine Stellung ist, eine rein positionelle ohne Berechnung, ist viel wichtiger, unserer Intuition zu vertrauen, die Energie zu sparen wieder. Aber wenn es was ist, wo wir sagen, okay, jetzt ist es kompliziert, wir müssen rechnen, wirklich vollständig Schachgebote, Schlagzüge, Drohung, vollständige Kandidatenzüge. Das ist das. Bevor ich da nicht vollständig war, dann einfach irgendwas ziehen, außer ich bin jetzt hundertprozentig sicher, dass mein Zug gewinnt. Aber dann ist es auch noch sinnvoll, wenn man da nochmal wirklich sicher geht. Also, dass man da nicht so bequem, und im Endeffekt liegt das viel an der Trainingsintensität. Wenn ich im Training mir das angewöhne, dass ich nicht hundertprozentig sauber rechne und auch nicht mit der richtigen Energie, dann laufe ich immer Gefahr, dass ich das im Wettkampf nicht perfekt hinbekomme. Deswegen wirklich diese Intensität und das strukturierte Rechnen im Training üben, das erhöht extrem die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewöhne mir das ja an, dass ich das während der Partie dann auch hinbekomme. Ja, also ich muss sagen, das ist einer der Punkte, den ich echt am logischsten, aber trotzdem, was ich glaube, es machen sehr viele Schachspieler intuitiv falsch, weil man irgendwie Training, also Fußball ist klar, wenn man Training, dass man da nicht so rum, dass man da irgendwie, das ist irgendwie logisch, dass man dann auch schnell läuft und so. Aber im Schach, weiß ich, da kann man ja sehr leicht so, dass man kann entweder eine Partie einfach nur so ein bisschen nachspielen, ohne Gedanken machen. Es gibt da im Prinzip die volle Stufe von Intensität, die man einbringen kann, ohne dass man es vielleicht selbst gar so merkt. Und das finde ich immer noch total bemerkenswert, aber auch total logisch, dieses Konzept, dass man eigentlich da diese volle Konzentration drauf machen muss. Und ich glaube, könnt ihr mal im Chat schreiben, liebe Leute, wie ihr das bisher gemacht habt. Ich habe mich auf jeden Fall ertappt gefühlt, dass ich das immer mein Leben lang bisher falsch gemacht habe, indem ich da die Konzentration längst nicht hochgefahren habe, sondern eher so ein bisschen, ach, machen wir mal. Ich kenne das selber auch, weil das ist meistens ist so, also, da hat man vielleicht sogar schon an dem Tag, kommt man von der Arbeit oder hat schon irgendwas gemacht, ist schon ein bisschen müde und sich dann nochmal voll reinzuhängen. Aber da ist sogar meine Empfehlung, lieber ein bisschen weniger. Also vom Prinzip her das Motto, die Qualität des Trainings ist einfach wichtiger wie die Quantität. Es bringt mir mehr, wenn ich eine halbe Stunde mit voller Konzentration jetzt noch trainiere, als wenn ich da eine Stunde irgendwie so ein passives Training mache, wo ich wenig für mich mitnehme. Und das ist eigentlich der Grundsatz, dass man wirklich in die Intensität geht. Vor allem in diesen Stellungen, wo es etwas halt zu rechnen gibt. Vor allem in diesen Situationen, wo ich in der Partie in die absolute Intensität möchte. Das, alles, was ich hinkriegen will im Wettkampf, muss ich halt vorher trainieren. Sonst habe ich einfach keine besonders guten Chancen, dass das klappt. Ja, liebe Leute, ihr hört, genau, schreibt weiter eure Fragen auf jeden Fall in den Chat. Wir versuchen auf alles einzugehen. Doomduck fragt, wie kann man die Aufmerksamkeit am Brett trainieren? Mir passiert es immer wieder, dass ich einen Läufer übersehe, da ich total den Tunnelblick für eine Ecke habe und er scheinbar nicht die Aufmerksamkeit hat des Öfteren.
Also da ist ganz gut ab und zu mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu bekommen, wo wir so, ich kenne das selber auch, man sieht irgendein Motiv an einem Flügel. Und das ist auch ein Riesenunterschied von Mensch zu Computer oftmals. So. Ein Rechner, ein Engine sieht ja immer das gesamte Brett. Und wir haben oft das Problem, wir sehen da nur einen Teil des Brettes, dann sind wir vielleicht sogar schon emotional befangen, wenn wir denken, das ist eine gute Idee und vergessen dann das große Ganze und übersehen irgendwas. Aber wie schaffen wir das? In dem Moment, wo wir einfach mal ein bisschen Abstand zur Partie gewinnen. Also zum Beispiel mal aufstehen und zurückkommen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir alles nochmal ganz in Ruhe an. Oder mal die Augen zumachen und einfach mal ein paar Mal tief durchatmen. Und dann wirklich sagen, okay, jetzt geht's weiter und jetzt schaue ich aufs Brett und schaue mir die ganze Stellung nochmal an. Vielleicht sogar so ein bisschen mit der Idee, das wäre jetzt eine neue Stellung für mich. Natürlich sollten wir nicht die Informationen, die wir vorher gesammelt haben, jetzt völlig vergessen, aber so ein bisschen eine gewisse Unvoreingenommenheit damit reinbringen. Und das hilft oftmals, dass wir dann den Tunnelblick wieder verlassen können besser. Oh ja, das sind sehr gute Hinweise. Ich glaube, das kennen wir alle. Das wäre manchmal einfach zu sehr. Ich habe beim DESAM-Finale eine Partie gewonnen. Da hat sich alles am Königsflügel abgespielt und ich habe so einen Zug gemacht, der einen Springer dahin umgruppiert hat, gleichzeitig aber einen Läuferdrogen am Damenflügel aufgemacht. Und ich habe einfach schon geahnt, der Zug sah nicht, dass er den möglicherweise übersehen wird, diese Drohung, weil der Läufer die 1, A4 oder so am Damenflügel. Und eigentlich hat alles da. Und auch der Zug sah eigentlich aus, als ob ich eine Figur darüber bringe. Und er hat es am Ende auch übersehen. Und ich war auch überhaupt nicht überrascht. Also ich habe es auch durch Zufall selbst entdeckt, diese Drohung. Und da habe ich es total selbst gemerkt, dass man manchmal einfach, wenn alles sich da abspielt, dass man gar nicht auf die Idee kommt. Man guckt da einfach nicht mehr hin. So, der Jensen fragt, wie kann der Umgang damit aussehen, wenn man einen Gegner zugelost bekommt, gegen den man schon einmal gespielt oder vielleicht auch schon mal verloren hat? Jetzt kommen wir so ein bisschen auch schön mal zu mentalen Aspekten. Wenn Die Richtung. Thema Angstgegner oder sowas, das beeinflusst ja viele. Ne? Man hat gegen den verloren und vielleicht auch ganz böse verloren. Was macht man da? Okay, das Thema Angst ist psychologisch natürlich sehr wichtig, weil wenn man dann sich dann denkt, gegen den verliere ich sowieso, das ist nicht die richtige Einstellung für die Partie, sondern was kann ich jetzt vom Prinzip her machen? Jetzt könnte ich mir zum Beispiel überlegen, habe ich wirklich alle Partien gegen den verloren? Manchmal gibt es ja auch Gegner, oder manchmal geht es ja auch so, ich spiele jetzt gegen einen Gegner, der hat 300 Punkte mehr als ich. Und dann sage ich, ja, gegen den habe ich sowieso keine Chance. Und dann überlegt man sich genau, hat man wirklich jede Partie gegen diese Gegner verloren, die 300 Punkte mehr haben? Und dann kann man sich diese positiven Partien, beziehungsweise Erinnerungen, wo man wirklich gut gespielt hat, kann man sich dazu nutzen machen, um sein Selbstvertrauen zu stärken. Das andere ist letztendlich ja während der Partie, wenn ich jetzt gegen einen Angstgegner spiele, dass ich wirklich den Gegner weglasse. Das ist, dass ich wirklich ein bisschen wegkomme von diesen Ergebniszielen hin zu den Prozesszielen wieder. Und das beruhigt mich natürlich auch, weil und einfach sage, ich will jetzt einfach Spaß, Freude an der Partie haben und ich schau mal, was passiert. Einfach so eine, ohne das Ergebnisdenken wieder. Und einfach, und das ist natürlich ein Prozess wieder, dass man sich diese Prozessziele verinnerlicht. Die sind natürlich jetzt nicht einfach nur da, weil ich jetzt mir einmal überlege, das ist ein Training, die immer wiederholen. Und zum Beispiel, was ich immer mache, ist, ich mache eine mentale Partievorbereitung vor jeder Partie. Und da gehe ich genau solche Sachen durch, wo ich mir ganz bewusst dann sage, okay, gegen den Gegner, vielleicht habe ich kein gutes Ergebnis, aber das ist jetzt sogar so rein mathematisch, ist es ja vielleicht sogar so, dass ich jetzt sogar mal dran wäre, dass ich dann die Partie gegen den gewinne, weil ich kann ja nicht alle gegen den verlieren, wenn der nicht jetzt extrem viel stärker ist. Aber dass ich einfach mit so motivierenden Sätzen dann an die Sache rangehe und das können zum einen logische Sachen sein, so wie das eben. Ich werde sicher nie, warum soll ich jetzt schon wieder gegen den verlieren? Der ist auch nicht besser als ich, der hat die gleiche Elo, diesmal schlage ich den. Und dann gleichzeitig aber mit Fokus auf den Prozess wieder richten und sagen, okay, jetzt meine Aufgabe ist, einen Zug zu machen und mich zu konzentrieren und Fokus zu haben und ein bisschen weg von dem Gegner. Und das ist auch eine Übungssache, dass man mit der Zeit einfach mehr auf den Prozess und weniger auf das Ergebnis beziehungsweise auf den Gegner achtet. Okay, also genau, also das Ziel sollte es dann irgendwie sein, so wie ich es verstanden habe, dass man mit seinen Übungen mehr in den Bereich kommt, den man selbst in der Hand hat, sich selbst und das Brett und den da drüben
doch ein bisschen ausblendet. Ich habe auch noch mal eine ähnliche Frage dazu, was mir selbst nämlich gerade eingefallen, was mir, ist mir noch nicht so, aber ist mir doch schon ab und zu mal passiert, dass ich gegen jemanden gespielt habe, den ich irgendwie, der irgendwie unsympathisch war. Durch seine Art und Weise schon die ganze Zeit. Und dann regt sich in mir sowas, okay, den muss, also den will ich jetzt aber schlagen, weil dieses, wenn der irgendwie total sympathisch ist und gewinnt, okay, kann ich irgendwie besser mit umgehen. Aber wenn er irgendwie noch richtig unsympathisch ist und unfreundlich und sowas und gegen den dann zu verlieren, das fühlt sich irgendwie doppelt schlimm an. Und das weiß ich, das macht was mit mir in der Partie, dass ich so, das, okay, den muss ich jetzt schlagen, weil so ein, sorry, so ein Idioten oder so, den muss ich, was, und ja, was in der Partie passiert das, ja, nicht davor. Weil da kenne ich ihn noch gar nicht, aber in der, keine Ahnung, er macht dann komische Bemerkungen oder sowas oder hat auch Gegner, die geben die Hand nicht oder machen mich an. Ich habe mal irgendwie, keine Ahnung, eine Figur aus, keine Ahnung, hat er, beschwert sich ständig oder einer hat sich ständig beschwert, dass ich angeblich zu laut trinke und was, warum ich die ganze Zeit so laut, keine Ahnung, irgendwie so unangenehme Dinge. Was macht man da, wenn man den Gegner unangenehm findet? Wie kann man das, wie schafft man das in der Partie auszuschalten? Also das eine ist ja, wie du eben schon gesagt hast, ein bisschen auf den eigenen Einfluss zu achten. Da gibt es auch diesen Leitsatz im Mentaltraining, Control the Controllables. Also ich versuche das zu kontrollieren, was kontrollierbar ist und nicht die Dinge, ich kann nicht beeinflussen, was mein Gegner macht. Also wenn, dann kann ich mich entscheiden, zum Schiedsrichter gehen und sagen, der verhält sich irgendwie so, wie es nicht in Ordnung ist. Aber wenn das noch im Rahmen ist, sage ich mal einfach nur für mich persönlich, dann sollte ich da irgendwo einen Cut machen. Und wenn ich wirklich daraus Energie ziehen will, dann ist, glaube ich, nicht gut, dass ich mir so einen Druck mache. Ich muss jetzt den unbedingt schlagen. Sondern wie könnte ich diesen Druck sozusagen ummünzen auf irgendwelche Prozessziele, wäre dann, wenn ich sage, ich stelle den jetzt für richtig Probleme. Ich werde den jetzt mit meinen Zügen schachlich vor Probleme stellen. Ich werde mich konzentrieren und dann. Und weil dieses Müssen ist, glaube ich, keine gute Einstellung. Müssen ist immer mit Druck verbunden und das kann sehr leicht nach hinten losgehen. Es gibt auch Personen, wo das helfen kann, dass dieser extreme Druck, aber tendenziell ist es eher so, dass man den Druck ein bisschen minimieren sollte, weil ich glaube, wir machen uns eigentlich gerade beim Schach mit dem Ergebnis der Partie und mit den Elo-Zahlen eh schon genug Druck. Das stimmt. Ja, der Polstertisch schreibt jetzt auch so, dass er gegen Freunde immer besser spielt als gegen Unsympathen. Ja, irgendwie, das geht so in die persönliche, ne? Dann ist es weg. Das geht aus der schachlichen Ebene so in die persönliche Ebene. Das ist gar nicht mehr nur ein Spiel von Schach ist, sondern einfach, man will den, egal was es eigentlich wäre, man will dem irgendwie eins reinwirken, weil er irgendwie unsympathisch ist. Und das ist eben fürs Schach irgendwie sicherlich schlecht. Bei mir ist es andersrum, sagt der Captain Ketchup. Er spielt gegen Freunde wahrscheinlich schlechter. So, was haben wir denn hier noch? Der Schachstratege. Genau, ich glaube, der kommentiert nämlich gerade einen anderen YouTuber, der so ein Open mitspielt. Wie baue ich einen Freund auf, wenn es bei einem Open einfach nicht laufen will und der mitten im Turnier ist? Einen halben Punkt aus vier, völlig am Boden. Wie kann man, vielleicht sich selbst natürlich auch, aber wie kann man noch jemand anderes aufbauen in dem Moment, wenn vielleicht noch im Turnier? Das ist eigentlich eine schöne Frage, weil das kann man zum einen aber auch für sich selber nutzen, aber das kann man auch für seine Freunde dann nutzen, im Endeffekt, wenn ich die aufbauen will. Und letztendlich geht es ja darum, dass diese Person also wieder das Selbstvertrauen braucht und gleichzeitig auch dieser Person ermöglichen, dass sie sich erholt für die nächste Partie. Weil wir kennen das, glaube ich, alle. Wir haben eine negative Partie und die kreist den ganzen Abend im Kopf und wenn es blöd läuft, können wir nicht mal schlafen. Das ist keine gute Voraussetzung für die Partie am nächsten Tag. Das heißt, ich habe eigentlich diese Aufgabe, erstmal den ein bisschen so zu beruhigen. Zum Beispiel einfach rausgehen, ein bisschen den auf andere Gedanken bringen, frische Luft, Bewegung ist wieder sehr gut. Das ist wieder diese Regeneration, wie schon gesagt, diesen Ausgleich schaffen, von dem stundenlang im Turniersaal sitzen, vielleicht dann die Partie verloren, dann bin ich mental extrem gestresst und jetzt kann ich körperlich ein bisschen das Ganze wieder ausgleichen. Und das andere ist, den zum Beispiel erinnern an seine Stärken. Das kann ich aber auch mit mir selber machen. Ich kann sagen, okay, weißt du noch damals, wie du den geschlagen hast? Oder auch so ein bisschen vielleicht sogar mal in die andere Person hineinversetzen und aus eigener Perspektive erzählen,
Ich habe auch schon solche Situationen gehabt. Das ist völlig in Ordnung. Das passiert einfach mal, ich habe auch selber schon eine Partie gehabt, wo ich einzig in eine Springergabel reingelaufen bin und meine Dame verloren habe. Und eine Turnierpartie, wo ich eigentlich genug Zeit hatte. Und solche Sachen passieren jedem irgendwie mal. Die Frage ist nur, wie häufig. Aber letztendlich ist es ja, geht es halt darum, wieder möglichst gut an seine Stärken zu glauben und überzeugt davon zu sein und gleichzeitig in die Regeneration zu gehen, dass ich wirklich diese Partie abhake und nach vorne schaue letztendlich. Da Ja. kann man aber auch verschiedene Sachen machen. Da kann man sagen, okay, gehen wir Fußball schauen und einfach mal auf andere Gedanken Captain kommen Ketchup zum sagt, Beispiel. 10 Bier trinken. Ja, die Menge ist vielleicht dann nicht ganz perfekt für die Regeneration, aber tendenziell kann das gut sein, dass man einfach sagt, man kommt ein bisschen auf andere Gedanken. Man sollte dann nur schauen, dass derjenige nicht dann später, wenn er dann wieder zurück allein ins Zimmer kommt, wieder von vorne anfängt. Deswegen wirklich da ein bisschen das Abhaken erst machen und dann auf andere Gedanken kommen. Ja, ich glaube, das, was du erzählst, das finde ich tatsächlich einen sehr wichtigen Aspekt, weil das bezieht sich ja auch nicht nur auf eine Partie, sondern vielleicht auch einen Moment in einer Partie, dass es einfach Leute gibt, die an so einen Momenten so ein bisschen zerbrechen in der Partie, an so einem Moment, aber auch im Turnier, die dann an so einer Partie irgendwie zerbrechen und man merkt das, dann bricht die Performance ein und das zieht sich dann durch die nächsten Partien durch, ja, weil es einfach so ein Moment war, sie standen halt auf Gewinn gegen eine stärkere Superpartie, ein Zug, was auch richtig dumm und ärgerlich eingestellt ist, ja auch egal wie. Und das finde ich, das merkt man extrem, die Unterschiede zwischen diesen Leuten, wenn man die ein bisschen besser kennenlernt. Und es gibt halt welche, die können das verarbeiten, die können stark wieder zurückkommen und es gibt welche, da weißt du, wird schwierig, wird schwierig. Und deswegen finde ich das, was du ansprichst, so einen wichtigen Aspekt, den, glaube ich, jeder für sich mitnehmen kann, weil man damit einfach seine Leistung schon mal positiv beeinflussen kann, wenn man es schafft, diesen Effekt ganz wegkriegen wird man ihn nicht, aber zumindest Mittel und Wege findet, den zu minimieren und damit besser umzugehen. Da ist auch wichtig, man bekommt das nicht ganz weg und da gehört auch eine gewisse Akzeptanz dazu. Wie ich eben gesagt habe, jedem passiert das. Und nicht jetzt mich fertig machen, dass mir das passiert ist und mich dann vielleicht selber noch beschimpfen, wie konnte ich nur so einen blöden Zug machen. Das ist ja nicht fördernd letztendlich. Steigere ich mich ja dann nur noch mehr rein in diese Stresssituation. Sondern eher ein bisschen da entgegenwirken dann. Und da eher in diese Richtung gehen, okay, das ist jetzt passiert. Das kann passieren, das ist jetzt vorbei und jetzt habe ich eine neue Aufgabe. Und da ist auch wichtig, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem kurzfristigen Ergebnisdenken vor allem. Dass wir wirklich sagen, wir haben langfristige Ziele. Und das geht jetzt nicht darum, was jetzt in der nächsten Partie passiert eigentlich, sondern, also angenommen, wenn wir jetzt jemandem sagen, wenn du die nächste Partie verlierst, aber dafür gewinnst du die nächsten 20, dann würde das, was jeder machen. Das weißt du natürlich nicht, wie es danach weitergeht. Aber gerade weil du es nicht weißt, ist es ja auch so, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich weiter. Und außerdem geht es ja im Endeffekt genauso um eine Schachpartie, egal was am Tag davor war. Es ist nicht möglich, was heißt nicht möglich, es ist sehr schwer, dass man das hundertprozentig abstellt. Und das wollen wir, glaube ich, auch gar nicht. Wir sind letztendlich Menschen und wir sind auch emotional. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir uns ärgern mal über eine Partie. Die Sache ist nur, wir müssen dann irgendwie den Knopf finden, wo wir uns auf die nächste Aufgabe fokussieren wieder. Ja, was mir gerade eingefallen ist, so ein Moment, in irgendeiner WM-Partie von Nepo, in einer dieser Entscheidungen, da auch wie er dann da am Brett, man sieht das den Leuten an, ne? Man sieht das, die gucken dann so die ganze Zeit in der Gegend, schütteln den Kopf und so. Man sieht das den Leuten an, wie sie mental in dem Moment drauf sind. Und das geht dann aber bei vielen eben ständig. Also, du hast ja das gerade genannt, bei uns jedem passiert das, natürlich ärgert man sich erstmal und fragt sich irgendwas. Aber das, was du, tatsächlich, mir hilft das sehr, wenn ich es einmal bewusst in der Partie auch abhake und sage, okay. Das war richtig Grütze, aber dann im Prinzip mental auch erstmal sagen, okay, ich setze erstmal einen Haken hinter, das war richtig scheiße, aber jetzt spiele ich erstmal weiter. So wie du das gerade gesagt hast, diesen Schalter umlegen, das kann man ja nicht sofort. Bei mir dauert das. Ich schüttel auch erstmal den Kopf und sonst was, 5 bis 10 Minuten und bin auch erstmal in diesem Status, aber dann weiß ich, okay, jetzt muss ich da raus. Jetzt muss ich, und das, und manche Leute finden halt diesen Hebel, nicht. Und das siehst du, wie gesagt, das merkt man den Leuten auch mental an. Und gerade, aus Sicht jemand, der gegen diese Leute spielt, die fallen um. Die fallen um wie die Fliegen. Die wehren sich nicht mehr. Und das macht es einfacher, geht's nicht, als wie jemand, der aufgegeben hat und sich nicht mehr wehrt. Und deswegen, Leute, macht das besser. Da gibt es auch im Mentaltraining eine Triple-A-Methode und das steht wirklich für akzeptieren, analysieren, abhaken.
Also ich akzeptiere erstmal, dass es jetzt passiert. Das ist auch, ohne dass ich mich jetzt irgendwie zu hart mit mir umgehe. Ich akzeptiere, dass es jetzt passiert, weil das bringt mir nichts mehr, wenn ich jetzt da mit mir zu hart umgehe. Und dann kann ich überlegen, warum ist das passiert? Beispielsweise stellst du fest, okay, du bist seit 1,5 Stunden nicht vom Brett aufgestanden. Und dann merkst du vielleicht, okay, das war irgendwie, wäre es gut, wenn du jetzt mal wegkommst vom Brett. Und dann also akzeptieren, analysieren und dann abhaken. Und das ist auch was, was man trainieren kann. Das kann man im Alltag trainieren mit allen möglichen Dingen, die mich beschäftigen. Und wenn ich das trainiert habe, mit der Zeit klappt das natürlich besser, weil alles, was wir trainieren, klappt mit der Zeit immer mal verbessern. Und das ist wirklich ganz einfach mit diesem Dreifach-A. Coole Methode. Also ich muss sagen, eine Methode, die ich jetzt schon, die Win-Methode. Wenn ihr es nicht gesehen habt, in einem Video zum Ende hat Rainer die Win-Methode erklärt. Ich sage sie nur für mich einfach mal kurz von What's Important Now, also worum geht es jetzt? Und tatsächlich, Rainer, ich muss sagen, ist mit eins der größten Sachen, was ich mitgenommen habe, weil gerade jetzt mit vielen Dingen, auch jetzt im Leben, ja, mein Job und Nebenjob und Familie und so, und mir passiert es immer, dass ich so ein bisschen rum, ich wusel manchmal so ein bisschen rum in den verschiedenen Bereichen und ich versuche mir dann diese Frage zu stellen, what's important now? Und das funktioniert total gut, weil dann wird mir auf einmal klar, ey, ich wollte doch eigentlich das hier machen und ich mache jetzt was ganz anderes, weil ich da irgendwie gelandet bin. Und in der Partie ist es ja tatsächlich genauso, dass man manchmal eigentlich über irgendeine Sache berechnen will und auf einmal denkt man, dann, keine Ahnung, manchmal schweift man dann ab und denkt über irgendwelche anderen Dinge nach, dann ist man in einer anderen Partie, die man mal gespielt hat und was weiß ich. Und finde ich super, weil das so ein einfaches Konzept ist. What's important now? Eine Frage und man ist sofort fokussiert. Super, dass du das so gut in deinen Alltag schon integriert hast. Und das ist übrigens auch ein Tipp, den wir auf fast alle Fragen, die wir bisher hatten, wiederum verwenden können. Egal, ob das jetzt der Angstgegner ist, ob das jetzt, also auf all diese Dinge, die wir jetzt hatten, kannst du eigentlich auch mit diesem What's Important Now wieder den Fokus auf das Wesentliche lenken. Ja, so Leute, vielen Dank, Rainer, für die Glückwünsche. Schön, dass du da bist. Also Leute, schreibt gerne eure Fragen, ja, zu all diesen Themen, Mentalität, Training, wie kommt man weiter? Ihr hängt irgendwo fest, was ist effektiv, was ist nicht effektiv? Ich glaube, wir haben da alle, jeder hat da seine Themen. Ich hab auch mal eine Frage. Natürlich, wir würden alle uns wünschen, wir könnten jede Menge Zeit ins Schach reinstecken. Wenn ich jetzt sage, ich bin bereit, nicht so viel, also ich möchte nicht so viel Zeit reinstecken. Ich nehme jetzt mal wirklich wenig Zeit, ja. Sagen wir so 2, 3 Stunden pro Woche. Möchte ich reinstecken in Schach. Was würdest du sagen, wäre wichtig, wenn man daraus natürlich trotzdem probiert, jetzt ich will es nicht optimieren und den optimalen nutzen, aber trotzdem schon viel rausholen für einen. Was würdest du sagen unter diesen Bedingungen, dass man nicht so viel Zeit reinstecken möchte? Also wenn ich wollte, könnte ich natürlich, aber andere Prioritäten sind mir in dem Moment wichtiger. Wie kann man damit umgehen? Ich denke, dann wird es umso wichtiger, dass wir die richtigen Prioritäten setzen letztendlich. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe 3 Stunden und dann schaue ich mir, also ich zum Beispiel im Moment, ich schaue auch diesen teilweise den Livestream an von diesem Grand Swiss jetzt, weil das sind halt tolle Spieler, die da sind und das sind da spannende Partien. Aber wenn ich jetzt das anschaue, weiß ich, das hat jetzt nichts für mich mit Training zu tun. Und da ist eigentlich vom Prinzip her ganz wichtig, dass wir erstmal die Prioritäten setzen und das heißt, wir sollten möglichst aktiv trainieren. Aber das heißt vor allem auch, dass wir unsere eigenen Partien anschauen, also dass wir unsere Partien analysieren, so wie du auch schon dieses eine Video gemacht hattest oder das ein bisschen so erklärt hast, wie kann man diese Partie mit Fragen und letztendlich dann rausfinden, was sind meine Stärken, was sind die Bereiche, die nicht so gut klappen, die Bereiche, die dazwischen sind, die würde ich erstmal ignorieren, weil die haben nicht so sehr die Priorität. Und dann würde ich einmal das Training so in 3 Teile teilen. Erstens Taktiktraining. Das zweite ein Thema aus meinem Trainingsplan, das sich aus den Stärken und aus den Schwächen ergibt. Und das dritte Partienspielen plus Analyse. Und mit der Zeit durch das Partienspielen plus Analyse ergeben sich ja immer wieder neue Dinge auch, wo ich merke, okay, jetzt muss ich daran ein bisschen arbeiten. Das ist dann wie so ein Kreislauf, der sich eigentlich von alleine ergibt, wo ich automatisch wieder eine neue To-Do habe, wo ich merke. Und wichtig ist auch, dass wir nicht nur an unseren Schwächen arbeiten, weil das ist erstens macht uns das allen keinen Spaß, wenn wir nur an unseren Schwächen arbeiten.
Und zweitens sollten wir uns ja bewusst sein, was wir während der Partie aufs Brett bekommen wollen. Wir wollen ja unsere Stärken ausspielen. Und wenn wir nicht an unseren Stärken arbeiten, dann haben wir die vielleicht irgendwann nicht mehr. Weil wir überall, wo wir nicht dran arbeiten, das ist dann irgendwann weg. Das heißt, Fokus auf die eigenen Stärken und wissen, dass ich und sich Gedanken machen, wie kriege ich die auf mein während der Partie aufs Brett, wie kann ich das umsetzen, so eine Matchstrategie. Und dann wirklich Taktiktraining, Partien spielen, Analyse gehört sowieso immer zu Partien spielen. Und dieser dritte Bereich, das ist dann das Thema aus dem Trainingsplan von den Das kann aber auch sein, dass das jetzt einfach nur auch Taktik ist, zum Beispiel. Gerade vor einem Turnier macht es dann Sinn, mehr in diese, mehr Aufgaben lösen. Oder das dritte kann aber auch sein, ich schaue mir jetzt Endspieler an oder Öffnungen. Und da ist jetzt auch die Frage, diese 3 Stunden, würde ich jetzt nicht sagen, man sollte einmal die Woche 3 Stunden trainieren, sondern man sollte das schon ein bisschen splitten, dass ich dann vielleicht zumindest 3x1 Stunde habe. Mhm. Ja, super, gerade genau, mit diesem Fokus super hilfreich. Die Flea fragt, hatte bisher eine kleine Durststrecke im Schach. Wie kriege ich den Mental Reset hin? Etwas Abstand oder etwas anderes? Bin noch Feuer und Flamme fürs Spiel, hab aber so Bauchflattern. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, weil das kennt gerade viele Leute, die neu angefangen haben. Es geht heutzutage mit den ganzen Lernmethoden, es geht immer erstmal nach oben. Es geht richtig lange nach oben vielleicht und dann geht's mal nicht mehr nach oben und nicht mehr nach oben und vielleicht nach unten. Man ist genervt, man hat das Gefühl, man spielt schlecht, man kriegt ständig auf den Sack, es geht irgendwie nicht voran. Wie geht man damit um? Sowohl mental, als auch was kann man vielleicht an seinem Training oder sowas ändern? Das eine ist natürlich, es ist völlig normal, okay, am Anfang geht es halt sehr schnell, aber dann ist es eigentlich völlig normal, dass wir auf gewissen Plateaus landen. Aber das, wenn wir da weitermachen, kommt irgendwann der nächste Schritt. Und das eine ist, wir wissen ja gar nicht, wann der nächste Schritt kommt. Wenn wir jetzt aufhören, wäre es vielleicht nur noch 3 Tage weiter so gemacht und dann wäre auf einmal der Knoten geplatzt. Und wir wissen das ja oft gar nicht vom Prinzip. Und deswegen ist eigentlich da tendenziell meine Empfehlung, wenn ich das Ziel habe, mich zu verbessern, dass ich da weitermache. Wenn ich aber, also wenn es jetzt rein um die Spielstärkeverbesserung geht, wenn es um die Motivation und die Freude geht, würde ich immer eine Pause empfehlen. Das ist schon, weil was anderes nochmal irgendwie. Und eine Pause kann Wunder bewirken. Wir sind eigentlich wieder bei der Frage ganz am Anfang, wie wichtig diese Pausen sind. Ich habe zum Beispiel eine eigene Geschichte. Ich habe Deutsche Meisterschaft gespielt, wollte eigentlich das Turnier gewinnen oder vorne landen auf jeden Fall. Habe mich super vorbereitet auf das Turnier, wochenlang sehr gute Vorbereiter. Spiel das Turnier, erste Runde geht gegen 2-3 Remis. Ausgekämpfte Partie, okay, kann passieren, zweite Runde wieder gegen 2-3 Remis. Und das Unglaubliche war, meine Gegner hatten alle 2-3 Elo und ich hatte zu dem Zeitpunkt 2-6 und alle 9 Partien sind einfach ausgekämpft Remis geworden. Irgendwann kam dann auch noch so ein bisschen natürlich eine Verunsicherung, die man nie so hundertprozentig abstellen kann. Okay, was ist dann passiert? Natürlich war ich unzufrieden, habe irgendwie 30 Elo oder 40 Elo verloren in einem Turnier, ohne eine Partie zu verlieren, das war eh eigentlich unglaublich. Aber dann ist Folgendes passiert, 3 Wochen später war das German Masters. Und ich habe dann diese 3 Wochen gar keinen Schach gemacht. Ich habe gewusst eigentlich, ich kann das, ich habe davor viel trainiert, habe einfach ein bisschen Sport gemacht, einfach den Kopf frei bekommen und daran geglaubt, dass diese Pause jetzt das Beste ist. Und dann habe ich, nachdem ich bei der Deutschen Meisterschaft 4,5/9 gegen einen Schnitt von 2,3 gemacht habe, habe ich 4,5/7 gegen einen Schnitt über 2,6 gemacht. Ohne, dass ich überhaupt trainiert, also ich sage jetzt trainiert habe. Ich habe vielleicht schon mal eine Partie irgendwo gesehen, eine Live-Übertragung oder so. Aber wirklich trainiert habe ich eigentlich nicht. Und das ist eigentlich ganz hilfreich, wenn ich in diesen Situationen auch mal eine Pause einlege. Das kann nicht schaden im Normalfall. Ja, du hast ja gerade von diesen Plateaus gesprochen, würdest du sagen, man macht so weiter mit seinem bisherigen Training und dann durchbricht man die irgendwie oder muss man, keine Ahnung, wenn ich jetzt mir vorstelle, jetzt wirklich bildlich, man steht vor einer Mauer, dann braucht man ja andere Dinge, um da durchzukommen. Wie ist das? Muss man irgendwas tun, um diese Plateaus zu durchbrechen oder macht man dann nach der Pause einfach weiter mit Ausdauer und irgendwann wird man das schon durchbrechen? Also ich finde, solange ich meine Partien gut analysiert habe und merke, woran das liegt, habe ich automatisch auch die Themen, wo Priorität haben, letztendlich, um diese Plateaus zu durchbrechen. Aber es ist schon wichtig auch, dass man jetzt nicht einfach irgendwie nur weitermacht, sondern man muss das schon ständig hinterfragen.
Also es ist wie dieses eine Zitat von Einstein. Es ist die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und also das ist nicht unbedingt die Idee, dann wenn du, dass du jetzt einfach immer wieder weitermachst und hoffst, dass es, sondern wirklich, also zum einen das gut analysieren, woran liegt, vielleicht sich sogar mal irgendjemanden suchen, der, es kann der Vereinskollege sein, der vielleicht ein bisschen stärker ist oder erfahrener ist und sagen, was meinst du, kann ich da irgendwas ändern? Und das ist manchmal auch so, das ist ein bisschen psychologisch, dieses Plateau. Und also tendenziell würde ich da gar nicht zu viel ändern, weil da, wenn dich irgendwas dahin gebracht hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch, das ist einfach völlig normal, dass man ab und zu mal, dass es nicht nur nach oben geht. Das sind ja auch nicht nur Plateaus. Manchmal geht es hoch, dann wieder runter. Das ist eigentlich eher der Gang, dass wir nicht nur auf diesem Plateau landen, sondern eher, dass es so in Wellenlinien läuft, die Entwicklung eigentlich. Das Entscheidende ist nur, dass man insgesamt die Tendenz nach oben haben. Ja. Wenn ich jetzt sehr lange komplett stagniere, dann kann es auch mal sein, dass ich sage, okay, jetzt mache ich eine Pause und dann fange ich irgendwie mit neuen Gewohnheiten, neuen Trainingsplan an. Aber ich würde nicht zu viel ändern, wenn tendenziell vorher der Weg ganz gut war. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch schwer für Leute, die angefangen haben, die das erste Mal so erfahren, die für die vielleicht auch ein bisschen der Spaß aus dem Gewinnen und dem Verbessern schon kam und die das gewohnt waren und das einfach so ein bisschen in dem zugehört hat zu ihrem Schach, dass sie sich verbessern und viel mehr gewinnen als verlieren. Und wenn das nämlich das erste Mal passiert, denke ich, diese Sachen, über die wir gerade viel gesprochen haben, ein bisschen weg vom Ergebnisdenken und das mit Ergebnissen verknüpfen und so, ist, glaube ich, dann ein guter Punkt, um sich mal damit zu beschäftigen. Ja, sehr gut auf jeden Fall, dass wir dann gerade in diesen Phasen, wo wir, was heißt überhaupt Plateau? Also das habe ich jetzt einfach mal so genannt, aber was bedeutet das jetzt? Oder ich stagniere. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass ich gerade mit meinem Ergebnisdenken, dass es nicht so funktioniert wie meine Erwartung. Wenn ich mir aber jetzt mehr diese Prozessziele setze und sage, ich will Spaß und Freude haben, ich will jetzt einfach entdecken, was in dieser Stellung ist, ich will möglichst viel und strukturiert jetzt die Varianten berechnen. Und da kann ich eigentlich gar nicht wirklich stagnieren. Also da passiert was auf jeden Fall, passiert ständig irgendwas. Und dann ist auch nicht diese Sache emotional so, dass, aber ich komme gar nicht voran. Das ist eigentlich eher, wenn wir uns zu sehr auf das Ergebnisdenken fixieren. Ja, absolut, absolut. Ja, der starke Springer fragt, wie lernt man am besten eine neue Eröffnung und an welchen Eröffnungen sollte man arbeiten? Ich schätze mal, man nimmt das jetzt aus seinem Repertoire oder so. Wenn man sein Repertoire hat, woran sollte man arbeiten? Aber gerade, ich glaube, der andere Aspekt ist interessanter, wie lernt man eine neue Eröffnung? Zuallererst, wenn es jetzt eine komplett neue Eröffnung ist, würde ich mir irgendein Buch oder Kurs besorgen, dass ich eine gute Basis habe. Hab gehört, von Chesime gibt es da auch ganz gute. Ja, ich habe da selber auch so moderne Klassiker-Repertoire und da gibt es auch viele andere gute Kurse da bei Jessamy. Und also ich habe da Repertoire mit D4, D5 und mit E4, E5 für Schwarz und dann erstens D4-Repertoire. Und dann ist natürlich. Aber vorher sollte man die Vorarbeit schon gemacht haben, dass ich mir meinen Spielstil natürlich ein bisschen überlege, bevor ich jetzt wirklich. Also eigentlich ist die Idee, ich mache, man hat eine möglichst breite Übersicht, welche Öffnung gibt es überhaupt, welche passt zu mir. Und dann hole ich mir als Basis so einen Kurs oder Buch. Dann schaue ich mir das an, aber ich schaue nicht nur das Video an, sondern mache auch halt mal das Video an und mache da ein aktives Training draus. Das Gute ist, wenn man dann noch eine PGN dazu hat, dann kann man die auch noch durchklicken und da wirklich ein bisschen Zeit nehmen und fokussen auf jeden Fall auf Verständnis und nicht auf auswendig lernen. Was man dann noch sehr gut machen kann, ist, dass man zu den entstehenden Bauernstrukturen sich die Pläne überlegt. Da gibt es auch Bücher wie zum Beispiel Chess Structures, wo ich dann, zum Beispiel in meinen Kursen ist auch so, dass ich dann teilweise Vertiefungen habe, wo die Bauernstrukturen genauso nach dem Format besprochen werden, wo dann halt die wichtigsten Pläne sind. Und dann ist natürlich immer gut, wenn ich mir Vorbilder suche und da bei so einer Sammlung von Musterpartien erstelle, wo ich einfach sage, okay, das sind meine Vorbilder, die spielen diese Öffnung auch. Wie spielen die das? Kann ich analysieren und dann einfach diese Partien einfach durchspielen von denen. Und dann versuchen wirklich die zu verstehen und lieber etwas mehr Zeit in das Verständnis
Weil die Sache ist, wenn ich nur Züge auswendig gelernt habe und der Gegner macht was anderes, dann werde ich ein Problem haben während der Partie. Wenn ich aber was verstanden habe und der Gegner macht was, was ich noch nie gesehen habe oder ich erinnere mich nicht, kann ich mir das wieder herleiten im Normalfall. Ja, mittlerweile gibt es ja auch echt auf YouTube auch so viele Quellen, dass da eigentlich jeder fündig wird, dass er Eröffnungen für sein Niveau auf die Art und Weise, wie er das gut versteht, bekommt. Natürlich auch ein Kurs ist dann wirklich, kann natürlich, deckt das Ganze komplett ab. Aber ich finde auch als Einführung einfach so irgendwelche YouTube-Hanging Points oder sowas, der wirklich sehr intensiv darauf eingeht, dass man schon mal ein erstes Gefühl bekommt, weil ich glaube, wir hatten das alle schon mal, dass wir in der Eröffnung dachten, ey, das spiele ich jetzt, dann gucken wir uns das so ein bisschen an und spielen das eine Weile und dann merken wir, okay, geht gar nicht, in den Videos und so sah das immer so gut aus. Ich mache das hier und ich gehe ständig ein, weil das irgendwie, und man merkt einfach, es ist nicht die eigene Eröffnung. Ist ja auch okay, ist ja eine Erfahrung. Was würdest du da sagen? Sollte man sich durch sowas ein bisschen durchquälen? Das war das, was ich meinte, mit wir schaffen uns einen Überblick über möglichst viele verschiedene Öffnungen, damit ich die passenden für mich finde. Natürlich ist es dann immer so, läuft man so ein bisschen Gefahr, dass wenn jemand was empfiehlt, dass das dann alles diese Muster, die perfekt gelaufenen Partien sind und in der Praxis, aber das ist auch ein gewisser Realismus, dann weiß ich, es läuft nicht unbedingt immer so, dass jetzt, das ist schon wichtig, aber wenn es mir tendenziell so grob gefällt, dann kann ich da mir so ein bisschen Überblick schaffen, passt das zu meinem Spielstil, ist es eher positionell, ist es eher dynamisch, wie viel Risiko gehe ich da ein und so. Das muss man natürlich dann selber entscheiden, welche Strukturen passen mir. Das ist wirklich eine sehr, wenn man sich da allgemein mit Bauernstrukturen beschäftigt, kann man noch viel leichter neue Eröffnungen später lernen. Deswegen ist immer also eine Empfehlung von mir, möglichst Bauernstrukturen zu lernen und zu verstehen. Also das heißt, die wichtigsten zwei, drei Pläne für beide Seiten und vielleicht ein paar Musterpartien dazu. Und dann habe ich plötzlich ein breites Wissen, wo ich auch mal eine neue Öffnung lernen kann, wo vielleicht sogar dann auch mal Spaß macht, was Neues zu lernen, aber ich fange nicht bei Null an. Weil wenn ich bei Null anfange, das dauert sehr lange, dann irgendwie, bis ich dann wirklich diese Erfahrung habe und dann geht es oftmals auch am Anfang gar nicht so gut, weil halt das noch fehlt. Und letztendlich geht es wirklich um dieses Verständnis. Und da würde ich auch jedem empfehlen, man sollte so einen Pfeil haben, wo man einfach ein bisschen mit auch analysiert. Und man muss jetzt gar nicht unbedingt immer die Engine nehmen. Man kann auch einfach mal so das nachspielen und immer wieder letztendlich wie bei der Analyse der eigenen Partien Fragen stellen. Warum hat er diesen Zug gemacht? Das ist eigentlich der Ansatz immer beim Training, dass ich mir nicht die Frage stelle, was hat er gezogen? Als allererste Frage, sondern die Frage stellen, was würde ich jetzt spielen und warum? Und dann das vergleiche mit dem, was der gezogen hat. Versuche ich meine Leute auch immer zu motivieren. Ich weiß nicht, ob sie es, die meisten machen es wahrscheinlich trotzdem nicht. Der Nemo fragt, wie kann man gezielt schnelles und präzises Rechnen trainieren? Die Variantenberechnung ist schon was sehr Kompliziertes, da wirklich so auf dieses absolute Top-Level das so hoch zu bringen, ist gar nicht einfach. Also erstens ist es so, da muss man viel Zeit investieren. Und es gibt Taktiktraining sind für mich drei Bereiche. Das eine ist die Motiverkennung. Das heißt, ich habe überhaupt erstmal das Gefühl, da könnte jetzt was gehen. Irgendwelche ungedeckten Figuren, Grundreihen, Schwächen, ersticktes Matt, Königssicherheit, also dass ich das Gespür habe, jetzt könnte was gehen. Das zweite ist Variantenberechnung, wirklich strukturiert dann Varianten zu berechnen, was dann auch wirklich eine lange Variante sein kann. Und das dritte ist Visualisierung. Und alle drei Bereiche sind natürlich notwendig, damit ich auch sauber rechne. Weil Visualisierung heißt, ich muss mir die Stellung klar vorstellen, die da entsteht. Wenn ich die Visualisierung nicht drauf habe, wird irgendwann nach wenigen Zügen meine Berechnung die Stellung verschwimmen. Dann gibt es so Restabbilder, dass die Figur noch in meinem Kopf ist, so vielleicht schon gar nicht mehr da steht oder überhaupt nicht mehr am Brett ist. Und dann ist meine Empfehlung, sich eine Methode einfach strukturiert zu überlegen, dass ich halt sage, vom Prinzip her Kandidatenzüge suchen, Schachgebote, Schlagzüge, Drohung und das wirklich trainieren. Und wichtig ist aber auch nicht, das machen viele, habe ich schon gesehen, das ist nicht, dass sie sich sofort in den ersten Kandidaten hineinstürzen. Und das ist nicht besonders sinnvoll, weil wir wollen ja vollständig sein in diesen Stellungen, wo es was zu rechnen gibt. Und wenn ich dann 10 Minuten einen Zug rechne und dann merke, okay, Mist, der geht ja gar nicht,
Dann habe ich da 10 Minuten investiert und dann bin ich auch unzufrieden mit mir selber, weil irgendwie so jetzt tickt die Uhr und irgendwie werde ich nervös, weil ich muss jetzt einen Zug machen langsam. Da ist meine Idee, in die Kandidaten erstmal kurz so eine Runde reinzuschnuppern und so ein erstes Ausschluss, eine erste Ausschlussmethode zu machen. Also ich rechne 2, 3 Halbzüge, ja, der ist interessant, den verwerfe ich und den behalte ich. Und dann ist meistens schon 80% weg von den Zügen und dann bleiben 2, 3 Kandidaten und erst dann gehe ich in diese tiefere Berechnung. Um das wirklich regelmäßig zu trainieren, dann wird man mit der Zeit natürlich schneller auch und das ist halt ein Prozess natürlich, den man trainieren muss. Ja, ich habe da, also Leute, der Rainer hat gesagt, er ist heute nicht so lange dabei. Na, du sagst mir dann Bescheid, Rainer. Nur, dass ihr wisst, lasst eure Fragen, wenn ihr Fragen habt, das ist eure Chance. Ne? Lasst sie jetzt da. Ich habe dazu anschließend gleich mal auch eine Frage. Ich als jemand, der tendenziell auch gerne ein bisschen komplizierte, taktisch verwirrende Stellungen spielt, erlebe es immer wieder, dass ich in diese Stellung komme, wo ich was sehe und ich denke, oh, das ist eine, das ist, das, und ich merke, es funktioniert nicht ganz. Aber die Taktik ist geil, irgendwie ist egal, mit dem Damenopfer irgendwas. Und ich will sie dann, ich will dann, dass sie klappt. Ja? Ich stecke dann oft zu viel Zeit rein, weil ich will die Taktik richtig rechnen. Ja? Ich will es so re rechnen, dass sie am Ende funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte noch was drin sein, was irgendwie nicht klappt. Oder vielleicht muss ich nur ein bisschen was an der Zugreihenfolge tauschen und ich rechne, rechne. Und ich merke aber eigentlich schon so, ja, vom Rechnen her wahrscheinlich funktioniert es doch nicht, weil ich immer Verteidigungsideen finde. Aber, und ich will sie aber richtig machen. Was macht, wie geht man mit sowas um? Da verliere ich natürlich einfach unendlich viel Zeit. Und am Ende spiele ich meistens dann nicht den Zugmacher. Dann denke ich so, okay, wird nichts. Ach Moment, der sieht gut aus, spiele ich den. Und du willst doch nicht in die Situation kommen, in dem Moment, wo du rechnest, dass du hinterher sagst, ich habe ja alles gesehen und das dann trotzdem verworfen, so, wenn, falls es gehen würde. Und dann wäre es ja, also da ist auch so ein bisschen, da muss man auch ein bisschen persönlich einfach in der Situation entscheiden. Da spielen viele Faktoren mit rein. Die Frage ist, wie, wenn du so lange rechnest, wird die Widerlegung nicht so leicht sein wahrscheinlich. Da kann ich auch ein bisschen spekulieren, den Gegner vor Probleme stellen. Kann ich vielleicht auch noch überlegen, okay, ist mein Gegner ein positionellerer Spieler oder ein taktischerer Spieler? Vielleicht fühlt er sich auch sehr unwohl, wenn ich ihn so unter Druck setze. Und auch die Sache, wie wahrscheinlich ist das, wenn das jetzt wirklich kompliziert ist und du findest irgendein Problem? Natürlich ist es gut, wenn du versuchst, das zu lösen. Ist auch richtig, dass du dir die Zeit nimmst und versuchst, das sauber zu rechnen. Aber wenn das dann nicht geht, also wenn du jetzt wirklich am Ende deiner Berechnung die Überzeugung hast, das funktioniert nicht, aber es ist vielleicht aus praktischer Sicht trotzdem interessant,